in der unwirtlichen Welt der Tiefsee, dort, wo das Meer zwischen 1000 und 6000 Meter tief ist, lebt der Tiefseeanglerfisch. Ungemütlich ist es dort unten. Es herrscht ein hoher Druck und das Nahrungsangebot ist knapp. Das Weibchen des Tiefseeanglerfischs ist ein Jäger. Es hat spitze Zähne, die so lang sind, dass es sein Maul niemals ganz schließen kann. Mit seinem Leuchtorgan lockt es Beute an, reißt plötzlich das Maul auf und saugt sie ein, egal wie groß. Der Magen kann sich dann auf mehr als das Doppelte vergrößern. Das Tiefseeanglerfischmännchen bringt es nur auf ein Zehntel der Größe des Weibchens. Die große Aufgabe seines Lebens besteht darin, sich an eine Partnerin zu heften. Wovon es vor seiner Paarung lebt, weiß man nicht so genau. Deshalb bezeichnen es die Fischforscher auch als parasitisches Zwergmännchen. Weil es dort unten im Meer so viel leeren Raum gibt, passiert es nur selten, dass sich zwei Tiefseeanglerfische begegnen. Noch seltener geschieht es, dass sich ein Weibchen und ein Männchen begegnen. Daher ist es ein Glück für sie, wenn es passiert. Die Weibchen sondern einen Duft ab, die Männchen besitzen extrem große Nasenöffnungen. So trägt jeder sein Teil dazu bei. Kommt es zu einer Begegnung zwischen einem Tiefseeanglerfischmännchen und einem Tiefseeanglerfischweibchen, dann verbeißt sich das Männchen mit seinem extra dafür geformten Gebiss im Körper des Weibchens. Dort bleibt es dann, und zwar für immer. Erst bilden sich seine Kiefer zurück, dann seine Organe mit Ausnahme der Keimdrüsen. Seine Haut verwächst mit der des Weibchens, dann die Blutgefäße. Stück für Stück verschmilzt sein Körper mit dem des Weibchens. Das ist praktisch, denn so braucht es nicht einmal mehr zu fressen, sondern wird vom Blutkreislauf des Weibchens mit versorgt. Sie sind eins geworden. Und nur der Tod kann sie trennen. Die Gegenleistung des Tiefseeanglerfischmännchens besteht darin, dass es ab und zu eine Portion Keimzellen abgibt. Aber nur nach Aufforderung. Sonst wäre es ja auch kein Gewinn für das Weibchen, sondern bloß eine Last, weil es ja das Männchen dauernd mit herumschleppen muss. Die Fischforscher nennen das eine besonders raffinierte Überlebensstrategie. Da es die Tiefseeanglerfische schon seit ungefähr 15 Millionen Jahren miteinander aushalten, müssen wir sie uns als glücklich vorstellen.